Und ich habe natürlich doch etwas vergessen. Und zwar, und jetzt sehe ich was. Nehme ich jetzt so viele neue Nachrichten? Achso, weil ich auf Deutsch gestellt habe. Ich habe das hier extra für das Video nochmal auf Deutsch gestellt, meine Sprache, damit das leichter auch für mich verständlich ist. Denn ich habe natürlich vergessen zu sagen, was das für Grußgelds sind, denn das sind natürlich auch andere als in Wurftings. Also das wird ja das zweite Video sein, was ich dazu noch verlinken werde auf das erste, ja. Und dann schauen wir uns mal die Grußgelds an. Also bei Lightings gibt eine 1% Chance, einen genauen Treffer zu landen, wenn die Streuung mehr als 100% über dem Mindestwert liegt. Was auch immer das sein soll. Jedenfalls macht es die Kanone genauer. Lese ich jetzt mal daraus. Das für Scouts. Dann der zweite ist, verbessert die Beschleunigung um 1%, wenn sich mindestens 2 Gegner innerhalb eines Radius von 50 Metern um ihr Fahrzeug befinden. Das ist nicht schlecht, wenn man dann doch als Light Tank ja, mal eingekreist wird oder so. Dann kann man vielleicht schneller weg. Gegen Ende sind es dann 6%. Ist jetzt nicht so viel. Und ich habe mich hierfür als erstes entschieden für das hier, weil weicher Rückstoß verringert die Streuung nach dem Schießen um 2%. Also erster Schuss und dann hast du weniger Streuung. Beim zweiten Schuss dann sind es 6%. So, und bei den Mediums geht's weiter. Boot heißt das. Schaut die Schussnachladezeit um 1% beim nächsten Schuss, nachdem man ein gegnerisches Fahrzeug zerstört hat. Ja, steht die Fertigkeit eigentlich nicht nur nicht für Geschütze mit Ladeautomatik. Scheint dann wohl nicht zu funktionieren bei Autoloadern. Sind ja ein paar im Spiel schon. Aber das habe ich einmal auf Stufe 1 schon gemacht. Und am Ende sind es 6%, wie üblich. Ist nicht überall 6%. Ne, nicht überall, okay. Dann gibt es hier Penetrationsboost. Gibt eine 1% Chance, einen Treffer mit erhöhter Durchschlagskraft zu landen. Bin ich mir nicht ganz sicher, was genau das verursacht, denn es kann natürlich sein, dass es auch den RNG-Faktor verringert um diese Prozent. 1, 2, 3, 5, 6 Prozent, ja, also aktuell verbessert sich die Durchschlagskraft auf 100 Prozent, trotzdem muss ich das sprechen. 75 und 125%. Ah, ja. Genau, das erhöht die 25%. Dann haben wir hier Mentor. Erhöht die Besatzungserfahrung, die im Gefechten verdient wird, um 1%. Warum das jetzt nur Mediums haben? Mir wurde gesagt, dass wenn das auf Stufe 6 ist, irgendwann mal, ja, dann zählt das für alle Panzer. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich hier bei Stufe 6 bin, beim Vorlöschen, dann hatten das alle Klassen. Da ich das noch nicht habe, kann ich das nicht bestätigen. Hätte ich vielleicht nochmal nachgucken können, aber es ist dafür etwas zu spät. Aber ich nehme an, das stimmt schon so, weil wenn ich das hier lese, erhöht die Besatzungserfahrung, die im Gefecht verdient um 1%. Kann ich mir schon vorstellen, wenn das auf Stufe 6 ist, dass das dann auf allen Klassen ist. Denn das wäre natürlich etwas merkwürdig, wenn es das nur für Mediums geben würde. Würde ich nicht ganz so verstehen dann. Dann machen wir weiter. Und zwar fahren wir auf Schienen. Das kennen wir auch auf World of Tanks. Geschützstreuung um 1% im Schießen aus der Bewegung. Dann hier unten sind 6%. Dann haben wir hier noch weiche Turmdrehung. Das habe ich mich auch entschieden. Verringert die Schützstreuung um 6% bei Turmdrehung. Das, gut, wahrscheinlich hätte ich eher das hier nehmen müssen, bei Mediums. Aber wenn ich mal drüber nachdenke, wenn ich das dann irgendwann fertig habe, ist das auch ganz nützlich für Heavies. Die stehen ja meistens eh dann. Und also deswegen habe ich das auch genommen, weil ich halt, weil mir halt jemand gesagt hat, dass das so funktioniert. Ich kann es leider nicht ganz bestätigen, ich habe da noch nicht nachgeguckt. Vielleicht werde ich es per Dings noch hinzufügen als Textnachricht, ob das dann nur wirklich geht. Werde ich nochmal nachgucken. So, das sind jetzt bei den Heavies und das erste Ding verringert die negativen Auswirkungen nicht kritisch beschädigen, aber du nur 5%. Klingt etwas merkwürdig. Nicht kritisch beschädigter Modul um 5%. Das heißt, ich glaube, die meinen damit, wenn die gelb geschossen sind, ja, hast du zum Beispiel eine Ammo-Box, die gelb geschossen ist, dann hast du hier unten dann irgendwann 30% weniger Effekt als, also das, dann ist du dann quasi nur 20% langsamer nachlädst, ja, anstatt 50. Lese ich jetzt so raus. Dann haben wir hier Nahkampfmeister. Verbessert die Turmdrehgeschwindigkeit um 1%, sobald sich Gegner innerhalb eines Radius von 30 Metern um ein Fahrzeug befindet. Das ist sehr nützlich für langsam drehende Türme, ja, bei Heavy Tanks.
Zum Beispiel der KV2 dreht seinen Turm recht langsam. Da wäre deine Skill dann irgendwann sehr nützlich. Dann natürlich das Feuerlöschen, ja, Brandbekämpfungsfähigkeiten, der Besatzung um 24% habe ich jetzt schon. Wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich nur für eine Klasse geht. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, wenn ich das mal auf Stufe 6 habe. Ob dann da steht, ist jetzt auch für Lights, Mediums und TDs verfügbar. Keine Ahnung, wie das aussieht. Müsste ich mal den Smoker fragen, ob er mir da irgendwie ein Bild aus und schickt, wie das dann ganz aussieht. Dann haben wir hier Adrenalinrausch. Beschleunigt die Schützenhaltzeit um 1%, wenn das Fahrzeug weniger als 15% Schadenspunkte, das soll es glaube ich heißen. Also Gesundheitspunkte übrig hat. Das kennen wir ja auch aus World of Tanks, soweit ich weiß. Ja, das ist. Aber das sind es glaube ich weniger. Aber das sind es glaube ich weniger als 15%. Das sind es glaube ich. Sind es nicht da nur 10% oder so? Ist natürlich etwas höher hier. Denke ich jetzt. Dann haben wir bei Harrys noch Reparatur. So, und das, auch das wieder so ein Ding. Das kann man nicht vorstellen, dass das nur für eine Klasse dann gilt, sondern dass das dann wirklich für alle dann irgendwann fertig ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Feuerlöschen nur auf Harrys und Reparatur auch nur auf Harrys ist. Keine Ahnung. Ich werde das auf jeden Fall nochmal checken. So, und dann haben wir noch bei TDs. Da habe ich natürlich noch nicht ein Skill fertig, weil ich erstmal nur Mediums und Heavies fahren und Light Tanks. Die drei Klassen, meine TDs ist, die gebe ich mir dann später irgendwann mal. Da haben wir hier Meisterschütze. Gibt eine 1%ige Chance, dass ein Treffer an einem Gegnerfahrzeug garantiert Schaden an einem Modul anrichtet, wenn man trifft. Das heißt glaube ich in World of Tanks Dead Eye, soweit ich weiß. Hat die Fertigkeit aktiviert. Man muss das aktivieren. Weiß gar nicht, wie man es aktiviert. Sehr merkwürdig. Geht auch bis 6%. So, dann haben wir hier tödlich genau. Verbessert die Sichtweite und Zielfassung 1%, sobald alle Verbündeten zerstört wurden. Was? Verbessert die Sichtweite und Zielfassung um 1%, sobald alle Verbündeten zerstört wurden. Das heißt, wenn ich alleine fahre, habe ich dann, wenn ich das hier unten dann irgendwann habe, 6% mehr Genauigkeit, Sichtweite und ja, Zielerfassung, Geschwindigkeit. Sehr interessant. Muss ich also mein Team sterben lassen. Tarnung. Soll ich noch die Sichtbarkeit des Fahrzeugs um 3% im Vergleich zum normalen Wert? Gut, das ist jetzt auch hier wieder. In World of Tanks kann ich das überall erforschen. Ja, auch das ist so ein Skill, wo ich denke, warum ist der auf anderen nicht drauf? Zum Beispiel auf dem Light Tank. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, dass das echt, wenn das Stufe 6 ist, dass das dann für alle aktiv ist. Das wäre natürlich ziemlich krass, wenn du mal irgendwann dann alles fertig hast. Aber wie gesagt, ich werde das noch bestätigen lassen. Aber ich habe fast die Vermutung, dass das gar nicht so funktioniert. Ja, das wäre schon ganz schön krass, wenn du irgendwann mal alles auf Stufe 6 hast. Alles auf Stufe 6, dann haben alle Panzer alle Fähigkeiten. Das ist dann schon ganz schön krass. Wäre dann aber auch ziemlich viel XP, wenn man drüber nachdenkt. Überall 2 Millionen XP, glaube ich, so ungefähr. Pro Skill. Das ist natürlich auch heftig. Aber das ist was wir machen. Ich werde das auf jeden Fall noch bestätigen. So, dann haben wir noch Meister am Bremshebel. Verbessert die Fahrzeugwendegeschwindigkeit um 1%. Das ist natürlich sehr nützlich für TDs. Vor allem für langsam drehende TDs. Da gibt es ja welche, die drehen sich ja sehr schnell. Die kann man ja gar nicht umrunden. Zum Beispiel die Stuck. Die Stuck, wenn die voll ausgebaut ist, kannst du nicht umrunden. Da brauchen wir wirklich schon was sehr Schnelles. Was da wirklich einen Berg oder so schnell hochfährt. So, und als letzten Skill haben wir noch alle durch. Gibt's hier, bringe Geschützstreuung um 1% beim Drehen des Fahrzeugs. Auch das ist wieder sehr nützlich für TDs, ja. Wir werden sehen. Gut, da habe ich natürlich doch was vergessen, aber auch das hätte jetzt wieder 10 Minuten gedauert. Ist vielleicht auch besser so. Sonst hätte ich jetzt wirklich eine Stunde Video gemacht. Wie gesagt, ich werde das noch hinten dranhängen dann an das andere Video, also als zweites Video machen. Und gut, dann habe ich jetzt wirklich alles erklärt, was in dem Spiel anders ist, oder? Also ich denke zumindest. Wenn ich jetzt noch was vergessen habe, dann, keine Ahnung, wird's peinlich. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Livestream oder im nächsten Video.